Joker. Die kennen mich alle mal. Ab sofort bin ich eine One-Man-Show. Hallo und willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wir gehen mal ganz kurz in Polizeire wieder zurück. Wir kontrollieren jetzt die Miliz, wenn der Knight weg ist. Aber dazu brauchen wir natürlich unser schickes Renneisen. Hallala. Mein Fahren ist heute nicht so. Scarecrow sollte einfach aufgeben, Mann. Der besiegt dich ohnehin nicht. Niemals. Glaubst du, er verflucht, das Mädchen wieder hierher zu bringen, Batman? Du kannst sie genauso gut gleich töten. Das Geschäft läuft gut, wenn Batman sterben müsste. Eine Söldnermarke. Das ist unsere Stadt, Diakon. Wir sind hier. Und wo muss ich überhaupt hin? Das Gesetz der Menschen ist für Gott. Aber warte mal, die ist da hinten, ne? Klasse, du bist hier. Scarecrows Heli ist raus aufs Meer und dann nach Norden. Ich wollte die Route genauer bestimmen, aber die Daten sind beschädigt. Sie haben eine Menge Schaden angerichtet. Was war das? Ärger. Tapfere Polizisten Gothams, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr seid nicht sicher. Ihr seid ohne Schutz. Batman wird euch nicht retten. Das ist der Anfang vom Ende für dich, dunkler Ritter. Wir werden ja sehen. Der Batcomputer ist wieder online, Batman. Ich tue, was ich kann. Okay. Das eine Rätsel haben wir natürlich auch irgendwo. Natürlich nirgendwo. Verzeichnet, wo es ist. Damit 100 Meter runter. Das dürfen wir nicht zulassen. Vergesst nicht, dass es immer noch ein Gefängnis ist. Richtet eure Waffen immer auf die Tür. Wir sterben hier nicht. Wir sind so weit gekommen. Zeigen wir ihnen, was es heißt, beim GCPD zu sein. Was mein Auto? Cash, alles abriegeln. Sofort! Jungs, das wollt ihr nicht, oder? Ich habe gerade überlegt, warum nicht einfach ins Auto rein? Da ist doch noch einer, oder? Oh, das geht doch. Natürlich. Seid ihr noch mal da oder nicht? Er ist ausgestiegen. Schaltet ihn raus. Ha. Okay, komm her, Löffel. Also ganz blöd war uns jetzt da nicht.
Cash. Öffnen Sie die Rolltore. Ich versuch's, Batman. Der Strom ist weg. Das war's. Die werden das Gebäude auseinandernehmen. Batman, dem Bauplan zufolge ist ein Generator außerhalb des Gebäudes. Los! Was heißt das jetzt? Ich kann nicht raus, oder was, oder wie? Geht die Gürtel nicht auf? Was ist das für ein Müll? Kann ich da irgendwo raus? Da, ich sehe es gerade. Ihr werdet's mir verzeihen, oder? Diese Blödmänner in Blau haben dir vertraut, Bats. Sie haben an dich geglaubt und immer ein Auge zugedrückt, wenn du das Gesetz in die eigene Faust genommen hast. Und jetzt hast du sie alle zum Tode verdammt. Quatschkopf. Kriegen wir schon hin. Im Ernst, verschwinden wir einfach und lassen sie alle sterben. Sonst muss ich später wiederkommen und sie alle abmurksen und das wäre ehrlich gesagt viel unangenehmer für alle. Oh, deine Wahl, Bats. Du hast jetzt an Scheiße, Alter. Von was Feuer da rein? Wenn der alte Jimbo das nur sehen könnte. Ach du Scheiße. Da kann ich mal langballern. Wir müssen die alle rausgraben. Da hat aber jemand eine Ferienmottenkiste. Zerstört. Verflucht! Okay, es gibt ein Notstromaggregat in der Tiefgarage, aber das hätte schon starten sollen. Auf dem Weg. Der Eingang zur Tiefgarage steht anscheinend offen. Du kannst den Generator von da aus erreichen. Klasse. Warte mal, das A von hier aus, ne? Warte, was ist so scheiß Hubschrauber? Dran vorbei. Lauf doch! Alter Falter! Cool. Ich meine, traurig, aber cool gemacht. So, wo bin ich jetzt? Komm her, krieg die Drachenbügel eures Lebens. Aua! Ich wollte weg, ich schwör's. Nicht nachlassen.
Nein, den will ich doch gar nicht. Schmeißt der irgendein blöden Idiot noch mehr. Ich weiß. Jetzt ist aber Friede hier. Ich kann den Notfallgenerator anwerfen und damit diese Türen öffnen. Einem ist zerstört. Der Notfallgenerator ist in Betrieb. Gut, holen wir dich da mal raus. Begib dich zum Wagen, ich werde... Was? Unmöglich! Was ist los? Eine Schwachstelle im Netzwerk der Miliz. Idioten. Ich glaube, ich kann ihre Drohnen übernehmen. Gut, bereite dich auf einen Kampf vor. Ist das ein Film, oder? Bereit, Batman? Nicht wirklich. Ich werde an deiner Seite kämpfen. 5, 4, 3, 2, 1. Beenden wir es. Kannst du mich schnell hacken? Der Panzer ist bereit für die Explosion. Schieß einfach drauf. Diamond back offline. Was war jetzt das? Schuss. 41 Leute noch. Mehrere Angriffe. Drohnen offline. Wir sind für sowas nicht ausgerüstet, Sir. Die Panzer explodieren. EMP-Schläge. Ich hacke das Ziel. Kommt da auf keinen Fall rein. Drohne. Panzer gehackt und voll funktionsfähig. Übernahmeprotokoll wird ausgeführt. Die Schutzvorrichtungen wurden umgangen, Kerntemperatur steigt. Los, Drohne wurde zerstört. Ziel erfasst, ich beginne mit dem Hacken. Lass dir Zeit. Ich habe die Energiezellen des Panzers überladen. Beim Beschuss wird ein EMP ausgeführt. Okay, nächster Hack initiiert. Panzer unter Kontrolle. Dragon offline. Hey, das bin ich. Entschuldigung. Schieß auf alles, was da krabbelt und bewegt. Was haben wir jetzt? Ja. Unterwegs, halte durch. Das geht ganz schnell.
kann ich dir nicht so versprechen. Was ist denn jetzt? Natürlich. Wir sind die Besten. Mit uns kannst du nicht mithalten. Okay. Sollt ihr aufgeben und zittern? Oder wie stellt ihr euch das vor? Lasst die Messer ein. Hier, das Sonnenlicht. Reicht für den Schocker, Batman. An mir kommst du nicht vorbei. Was? Wer schmeißt da noch mir? Ja, seid die Besten, hä? Ich hoffe, das steht nicht in eurer Stellenbeschreibung dann. Batman, hier warten viele Leute darauf, dir zu danken. Euch beiden. Und ich bin einer davon. Sah echt übel aus. Danke, Aaron, aber das ist doch nicht... Oh Gott. Was ist los? Ich glaube, Scarecrow ist im Filmstudio. Dads Stimme wurde benutzt, um hineinzugelangen. Besorg die Überwachungsdaten. Hab's versucht. Und ich kann Robin nicht erreichen. Er war doch da, oder? Keine Sorge, Oracle. Bin auf dem Weg. Tja, den habe ich, glaube ich, in den Knast gesteckt oder so. Okay. Bewährungshelfer sagt auch immer, dass ich viel zu negativ bin. Da drüben sind drei Mündle, die was zu verbergen haben. Stimmt, Batman hat das Gas beseitigt. Schade. Aber was macht das schon? Scarecrow hat die Stadt erwischt. Jetzt ist klar, keiner ist sicher. Ich dachte, ich hätte das Hacking-Tool drin. Ich muss näher ran. Wenn es Batman war, ist er jetzt weg. Feigling. Dann auf die Albanische.
Ja, ich bin noch hier. Wer ist da drüben? Kommt schon! Huch! Huch! So, jetzt bleiben wir doch mal da. Sie den Fotzen kann ich. Bewegen drei Mann. Wir uns kennenlernten, Batman. Jung, voller Zorn. Brennt das Feuer immer noch in dir? Da werden wir jetzt wirklich auf den Sack gehen, oder was? Mal gucken, ob wir hier noch was haben. Da drüben wäre noch was. Bestimmt der Feuerwehrmann oder sowas. Ich bin nicht enttäuscht. Wenigstens haben wir jetzt die Chance, ihn zu erledigen. Ich will sehen, was dieser Typ drauf hat. Oh nee, das ist was anderes. Das sind zwei Mekanon. Wenn wir die Fledermaus fangen, können wir ruhig etwas Spaß haben, bevor wir ihn abliefern. Er wird es hier angreifen! Scheiße! Da komme ich doch nicht klar hier. Geh halt! Wahnsinn, dass du mal hochgehst. Die mir fast killt. Da ist auf der Trailer. Ach, der wird schon noch wie ein Gotham sein, den es sich auszurauben lohnt. Ansonsten gibt's einfach Dresche. Der Suchscheinwerfer ist hin. Weg hier! Das hätte ich vorher machen sollen, ey. Mach jetzt schnell das Ding da aus. Lass dir Zeit. Kein Stress. Ich hatte schon zu lange keinen richtigen Kampf. Fällt genauso scheiße Auto wie ich. Okay, mal schauen. Da ist unser Autochen. Mann, Batman zerquetscht uns noch mit seinem Panzerding. Gut, sieh erst mal nichts mehr in der Umgebung. Obwohl, ich bin auch nicht so ganz sicher. Wir laufen City, Bloodhaven, Central City. Wir könnten hieraus also ein Geschäft machen. Oh. Wenn man hört, was okay. Oh, sind mehr Minen da? Die Milizkräfte haben überall in der Stadt Sprengsätze verteilt. Zeit, sie zu finden. Sehen wir keinen? Ich werde nach Azraels brennendem Bat-Symbol suchen und seine Okay. Ich werde nicht zulassen, dass die Miliz den Luftraum mit ihren Wachtürmen kontrolliert. Zeit, sie auszu... Okay, finden wir jetzt alles nicht? Die Feuerwehrleute sind in Geiselhaft. Sie schweben in Lebensgefahr. Mal hoch ran.
sicher, dass es Firefly ist? Ich könnte schwören, dass es in Gotham auch einen Firebug geben soll. Ich hab's dir schon dreimal gesagt, der Joker ist tot. Warum hältst du nicht einfach die Klappe? Wir sind auf Patrouille. Okay, ich hasse eben Clowns. Ich habe ihn mal im Fernsehen gesehen, damals, als er als Präsident kandidierte. Öffnen. Das funktioniert auf jeden Fall noch. Ein Wunderknabe scheidet dahin, gefällt von einem Superschurken. Wenn es dich tröstet, glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpumpen und dann aufschlitzen, wie einfallslos. Naja, nur noch du und ich. Ach, die ist noch drin? Das wahre dynamische Duo. Na, na, tupf dir die Tränen ab. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerät, sterben die, werden verstümmelt oder dazu Hirn gewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber du und ich, wir gehören zusammen. Ja. Joker ohne Batman. Suchst du jemanden? Du solltest wissen, dass es nirgendwo sicher ist. Der Commissioner war so erpicht darauf, dich wohin zu verraten, als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin. Ein Vogel im Käfig. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen engsten Verbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Dort nimmst du deine Maske ab. Oder deine Freunde werden sterben. Tja, ich war schon immer allein irgendwo. Hast du es beobachtet? Was denn? Wie Scarecrow den kleinen vogelnäsigen Loser mitgenommen hat, den du in die Zelle gesperrt hast? Ja, das habe ich gesehen. War schon witzig, muss ich sagen. War Gordon bei Ihnen? Der Commissioner? Ja, glaub schon. Schwer zu sagen mit all den Blutergüssen im Gesicht. Jemand hat ihn übel zugerichtet. Mr. J wäre stolz gewesen. Okay. Gibst du das mit der Maske auf, Betsy? Gut für dich. Du rettest deine Freunde und ich kann ein bisschen Toxin schnuppern. Sekunde. Und wenn Sacke sich dich tötet, nachdem er seinen Spaß hatte? Nee, hab's mir überlegt. Wir müssen nicht gehen. Freunde sind eh total überbewertet. Besonders deine. Die kann man keine 5 Minuten allein lassen, ohne dass sie gekidnappt werden. Das stimmt. Du hast Tim eingesperrt. Er war nicht sicher. Und jetzt ist er das? Er würde für dich sterben, Bruce. Wir alle. Du hast ihn zurückgelassen, schutzlos. Er hatte nicht mal eine Wahl. Sorry, Bruce, aber du musst ihn zurückbringen. Um jeden Preis. Zeit für eine Entscheidung, Bats. Lieferst du die Scarecrow aus und bringst uns beide um? Oder soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? So, ich bin wieder bei der Missionswahl. Aber ich habe jetzt Doppelins. Polizeihubschrauber melden ein brennendes Bat-Symbol auf der Lady of Gotham. Sehr schön. Ezrael ist bereit, Sir. Vergiss es. Mich kriegen keine 10 Pferde in die Nähe von Ace Chemicals. Thank you.
Kollege, wo bist du? Ach, da oben. Ich finde also diese Fragezeichenstatue und denke noch, cool, ein kleines Gotham-Souvenir. Das Ding hat mich fast gegrillt, als ich es angefasst habe. Ich bin bereit für deine letzte Herausforderung. Das ist die härteste bisher. So, hoffen wir mal, dass wir die auch schaffen. Oh oh. Ach Scheiße, jetzt habe ich zu früh losgelassen. Ich dachte, es war nur schon. Ein würdiger Nachfolger kann diese Herausforderung meistern, ohne getroffen zu werden. Ja, ja. Konzentriert bleiben. Was? Ich hab zugehaut. Nächstes Mal. Ich hab schon vorher zugehaut, bevor der überhaupt. Konzentrier dich. Ich werde nicht noch einmal versagen. Das finde ich so scheiße, dass die die Abschirmung oder als Wand verwenden. Wo ist ein Abspringer, Kerl? Was ist denn jetzt? Vergib mir. Mach dich bereit. Los. Ich bin unwürdig. Du darfst den einmal beim Rasieren schneiden, Alter. Konzentriert bleiben. Jetzt haben wir wieder getroffen. Bin ich so link? Ich kann mir selbst die Schuld dafür geben. Konzentrier dich. Das hat doch so gut angefangen. Vergib mir. Das kannst du besser. Leck mich doch. Ich bin unwürdig. Ja, bist du. Mach dich bereit. Los. Warum schlägt er nicht zu? Da schlägt er in der Luft rum. Nächstes Mal werde ich siegen. Konzentrier dich. Ja, was denn? Ich werde nicht noch einmal versagen. Also das ist manchmal so blöd. Konzentriert bleiben. Der springt vom anderen an, Wabi. Ich bin unwürdig. Und das schaffen wir jetzt. Das kannst du besser. Nächstes Mal werde ich siegen. Das auszuweichen, das ist gar nicht so einfach hier. Mach dich bereit. Los. So, aber den haben wir nicht gesehen. Vergib. Was schwer zugeschlagen hat. Konzentrier dich. Schlechter wieder nicht zu.
Schlechter Wind in der Luft. Ich kann nur mir selbst die Schuld dafür geben. Und nein, das einfach kannst du besser. Teilweise ein blödes System. Vergib mir. Konzentriert bleiben. Sehe nix. Ich muss dir meinen Respekt zollen, Azrael. Du hast den Test bestanden. Ich melde mich, wenn ich mich entschieden habe. Die Entscheidung fiel bereits, Batman. Ich bin jetzt bereit. Ich entscheide, wie das läuft, nicht du. Mit jedem Augenblick, den du vergeudest, fällt Gotham tiefer. Entscheide dich rasch, oder sie ist auf ewig verloren. Sir, wir haben Azrael identifiziert. Sein echter Name ist Michael Lane. Er war GCPD-Officer, bis man ihn wegen psychologischer Probleme suspendierte. Und dann, er scheint wie vom Erdboden verschluckt. Damals muss der Orden von Saint-Dumas ihn rekrutiert haben. Es wird noch viel seltsamer, Sir. Der Batcomputer hat Unregelmäßigkeiten in Lins Physiologie festgestellt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Schick die Daten zum Uhrenturm. Ich analysiere sie dort. Ganz recht, Sir. Sehr schön. Ich übernehme lieber Gotham als Keystone. Batman sieht man wenigstens kommen. Klingt, als würde es in den Zellen des GCPD langsam eng werden. Was finden wir wohl in Azraels Gehirn, Betsy? Ich sende jetzt die Daten über Michael Lane. Ich bin kein Neurologe, Sir, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht aussieht, als würde es in ein Gehirn gehören. Es handelt sich um einen implantierten Mikrochip, der mit dem Schläfenlappen verbunden ist. Der Gehirnregion zum Speichern und Abrufen von Erinnerungen. Welche Erinnerungen? Beginne Visualisierung. Azrael. Bewahrer des Glaubens, Verteidiger der Reinheit. Der Orden von Saint-Dumas beschützt Gotham nun seit über 500 Jahren. Und es ist eine heilige Pflicht, unser Vermächtnis fortzuführen. Du hast den dunklen Ritter jahrelang studiert, seine Strategien erlernt, seine Taktiken analysiert. Jedes seiner Manöver perfektioniert. Die Zeit ist gekommen, deine Mission abzuschließen. Nun finde Batman. Beweise ihm, dass du ein würdiger Nachfolger bist. Erst dann, wenn du das Vertrauen von Batman gewonnen hast, wirst du dein Schicksal erfüllen. Er scheint keine schlechten Absichten zu hegen. Wollen Sie etwa sagen, dass diese Erinnerungen manipuliert wurden? Ja, ich kenne dieses Symbol aus Arkham City, Alfred. Es ist die Geheimsprache des Ordens. Sie haben Markierungen in Lanes Erinnerungen versteckt, die sein Verhalten aus dem Unterbewusstsein heraus verändern. Wenn ich die Markierungen finde, kann ich die Frequenz rekonstruieren und die Botschaft entschlüsseln. Wird sehr interessant. Und woher weiß ich, wo der Frequenz ist?
Indem ich die Markierung gescannt habe, wurde ein Teil der Frequenz rekonstruiert. Aha, okay. Das war doch blöd hier, oder? Ist das an? Ich muss mich genau umsehen. Die Markierungen sind in den Erinnerungen versteckt. Warum habe ich jetzt gerade so Assassin's Creed Flashbacks? Ich weiß es nicht. Also die Viereckle waren da bestimmt nicht. Die da meint er. Ein weiterer Teil der Frequenz wurde rekonstruiert. Fast geschafft. Es gibt vermutlich noch eine weitere Markierung, die ich scannen muss. Ich bin ja glücklich drüber. Wir waren natürlich wahrscheinlich am Anfang. Ja, die Hammer. Da ist was, oder? Das war's. Die Frequenz ist vollständig. Jetzt sollte ich die Botschaft lesen können. Der dunkle Ritter steht unserem Vorhaben im Weg. Er verhindert, dass das Böse in Gotham wahre göttliche Gerechtigkeit erfährt. Wenn du dich bewiesen hast, warte auf den rechten Augenblick und strecke ihn nieder. Nimm deinen rechtmäßigen Platz als Gothams neuer Beschützer ein. Sei voll und ganz willens, deine Mission zu erfüllen und diese Stadt zu schützen. Tja, er ist anscheinend doch nicht so gut. Die nehmen definitiv kein Blatt vor dem Mund, nicht wahr, Master Bruce? Wie stoppen Sie ihn? Wird er nicht. Lane. Lane ist tot. Ich bin Azrael, Ritter des Ordens von Saint-Dumas. Der Orden hat dich angelogen, deinen freien Willen geraubt. Lügner, du verhinderst die wahre Gerechtigkeit. Wir stehen auf der gleichen Seite, Michael. Nein. Nein! Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich tue. In diesem Fall hast du die Wahl. Bewahrer des Glaubens, du weißt, was getan werden muss. Ich bin Azrael. Der dunkle Ritter muss sterben. Ehrlich? Ich will Batman nicht töten. Nein, ich will ihn nicht töten. Die Klinge ruft nach dir, Azrael, ihrem einzigen wahren Herrn. Strecke Batman nieder. Töte ihn. Nein. Gotham verdient Gerechtigkeit, aber ich werde nicht das Blut Unschuldiger vergießen. Du hast dich richtig entschieden, Michael. Ich erfülle nur Gottes Werk. Der Orden muss bezahlen für das, was sie mir antaten.
coole Sache. Ich dachte schon, Batman stoppt jetzt. Okay, wie viele Punkte haben wir? 9, das ist gut. Die können wir doch schnell verjubeln. Was können wir jetzt als nächstes machen? Jetzt haben wir schon sehr viel freigeschaufelt. An der Perdition Bridge befindet sich ein Miliz-Checkpoint. Sie müssen den Zugang zwischen den Inseln aufrechterhalten. Geben Sie kein Pardon. Das ist noch mal so weit weg. Aber ich würde mal fast sagen, das machen wir dann das nächste Mal. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis Soldaten, zum nächsten Mal. Bomben, Angstgaswolken, überall Panzer. Pollen von Poison Ivy und dann auch noch die Fledermaus, die ganze Nacht in ihrer persönlichen Kriegsmaschine herumbraust. Bei der nächsten Evakuierung steige ich in den Bus.